Beim nächsten Teil könnt ihr wieder selber sehr kreativ sein. Ihr macht euch selber wieder einen Parcours, in dem ihr darüber springt oder darüber steigt, wie ihr gleich sehen werdet, um selbst den Schwierigkeitsgrad festzulegen. Das Ziel ist es, über diesen Parcours zu springen, steigen, hüpfen, eine Klopapierrolle zu holen, sich diese auf den Kopf zu legen und auf der anderen Seite des Parcours den Turm wieder aufzustellen. Sieger ist natürlich der, wenn wir das Ganze mit Zeit messen, am schnellsten den Turm von der einen Seite auf die andere Seite bringt. Falls uns die WC-Rolle während dem Parcours auf den Boden, müssen wir sie wieder zurückbringen und zum Startpunkt laufen. Euch wünsche ich jetzt viel Spaß.